So, Freunde und Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr sehen könnt, sind wir mal wieder hier mit Julis wunderschönem E46 330 Coupé in der Waschbox und dementsprechend, einige von euch haben das in einem Livestream mal mitbekommen, ich bin hingegangen und habe mal Autopflege bei Wish bestellt. So, da ist der kleine Karton mit einigen Bestellungen, alles wie gesagt aus China von diesem Wish-Ding. Teilweise waren die Sachen kostenfrei, ja, richtig verstanden, kostenfrei, aber man muss dann hingehen und bezahlt die Versandkosten, so finanzieren dieses Ganze. So, und jetzt machen wir hier ein Späßchen draus. Der Juli hat sich die Sachen mit mir bei mir zu Hause schon angeguckt. Ding Ding hat noch keinen Plan, was es ist. Vermute mal, was soll das sein? Ein Schlafkissen oder? Ja, so in der Richtung könnte man das auch verwenden. Es soll ein Reinigungsschwamm für innen sein oder was, ne Juli? Fürs Armaturenbrett und so. Fürs Armaturenbrett und so. Also super weich ist das Ding. Ich denke, man könnte den wirklich auch für einen Lack benutzen oder so. Kein Plan. Okay, nächstes. Kannst auch zu Hause verwenden. Ich würde damit mal die Heizung mal sauber machen. Ach so, das meinte ich nicht. Aber geht auch. Also klar, das sollte erkennbar sein. Das ist eine Felgenbürste. Kannst du mir auch nochmal rüberreichen? Dann zeige ich es ja gerade nochmal. Die hat nämlich hier, die finde ich wirklich nicht schlecht. Die hat auch diese geniale Fasern hier, wie man ganz gut sehen kann. Die twistet. So, ein hochqualitativ super tolles Tuch hat der Ding Ding da. Also, wofür benutzt man das? Das ist echt schlimm. Für die Felgen. Würde ich auch für die Felgen machen. War das ein Felgenbild da drauf? Nein. Nö, war einfach nur so als Tuch angegeben. Alter, ne? Guck dir mal an. Ja. Da kannst du den Reifenglanz mit auftragen. Schieb mal rüber, ja. Ne? So viel dazu, meine Tücher sind scheiße. Aber das hier ist ja wohl die. Ey, kranker Shit, ne? Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn du das wäschst. Mach das mal zu Hause. Nee. Pack das mal mit rein. Das lasse ich von der Mülltonne waschen. So, als nächstes, genau. Das darfst du dir gerne einstecken. Das kriegst du gleich. Das ist so ein kleines Lutschbonbon. Ernsthaft, das ist eine. Sicher, dass es ein Lutschbonbon ist? Ja, kommt drauf an, wer es lutscht. Also es soll dein Auto soll es lutschen. Heißt, das sollst du ins Scheibenwischwasser schmeißen und dann wird deine Scheibe dadurch versiegelt. Ey, habe ich chinesisch Korega-Tabs im Auto oder was? Richtig, genau sowas. Ne? Hast du keinen Kalk mehr auf der Scheibe? Dieses Ding hier ist es. Zack, zack, zack. So, okay, next. Ja, die heiße Dry Blade in einer irgendwie ein bisschen anderen Version. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Boah, der Schweißabzieher. Für den Sommer. Okay, next. Wobei, was haben wir da noch? Die ist sehr, sehr weich. Fühl mal. Die ist wirklich relativ weich, oder? Ich hab so Dinge ja nicht so häufig in der Hand. Ey, geh mal mit dem Pinsel weg, Junge. So, als nächstes Ding Ding hat einen kleinen Pinsel gefunden. Und der sieht mir verdächtig aus wie die Welle Pro und auch andere. Aber ich finde auch, der ist härter von der Faser. Siehste? Ist. Hast du ja gesagt, Juli. Ja. Ist der Knochen hart. Doch, ich meine auch. Ist das der Felgenreiniger? Rimcleaner, ja. Der Felgenreiniger, schon. Genau. Als Konzentrat hier mit 50 Millilitern. Hast du mal dran gerochen? Nee. Nee, hab ich heute echt noch nicht. Ja. Boah, mach mal. Ding Ding first. Der riecht so eher so nach einem Zementmischer oder so. Was? Gib mal her. Ohne Scheiße. Nein, der riecht so ein bisschen leicht nach Fischfutter. Geil. Oh. Der hat so ein bisschen was von Combo 2, finde ich. Ja, irgendwie so hat er in der Richtung. Was hast du da Ding Ding? Ich glaube, das ist Politur oder was, ne? Das ist der Paint Scratch Repair Agent. Ja, genau. Man da müsstest du das Foto dazu zeigen. Da werde ich auf jeden Fall das Foto an der Stelle einblenden. Das ist wahrscheinlich das Fruchtbarste hier drin. So, und das hier ist richtig krass. Bei dem Produkt, was das ist das? Ja, genau, da sage ich mal nichts zu. Da haben sie auf jeden Fall ein Bild von den Chemical Guys einfach verwendet. Ich bezweifle, dass sie die Erlaubnis dafür haben. Die Anleitung brauchst du nicht durchlesen. Ich sag nicht, das ist Shampoo. Richtig. Aber irgendwie so als Brausepulver oder irgendwie sowas. Total krank. Ahoi, Brause. Und das war gar nicht vielleicht billig. Ich dachte, das wäre einfach so eine Riesentüte, wo voll viel drin ist. Das Ding hat ein paar Euro gekostet, ne? Das cool. War. Hier. Wie viele Wäschen kann man denn damit machen? Ja, keine Ahnung. 10. Die Dosierung verstehe ich jetzt hier noch nicht so ganz. Wo ist es da? Also, das ist. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ja, die Knete, die wurde auch frechheitsmäßig so geliefert. Einfach in diesem Tütchen so. Ganz ehrlich, das ist eine richtige Abzocke. Ernsthaft. Also die würde ich auch nicht benutzen, da machst du hier mehr am Lack kaputt. Das glaube ich auch. Ja, so wird die einfach geliefert, also nicht in der Box oder sonst was, keine schöne Tüte und komplett zerdrückt und alles. Also richtiger Abfall. Jo, das war im Endeffekt alles, genau. Und dementsprechend legen wir los, probieren wir den Shit mal aus. Damit die Kiste auch wirklich sauber wird, geht der Juli als erstes hin und nimmt die Gloria FM30. Da wir jetzt ja kein irgendwie besonderes Snowfoam oder ähnliches, habe ich nämlich nichts gefunden bei Wish. Dementsprechend nehmen wir hier an der Stelle Sonax Actifoam haben wir jetzt am Start.
3 Liter hier in der FM30. Ich glaube, der blaue Filter müsste drin sein. Und was hast du reingekippt? Nach Gefühl 20, 30 Milliliter? Wie immer so. Eher 30, okay. Sieht man auch, ist ein bisschen sehr dickflüssig. Wäre gar nicht so unbedingt notwendig gewesen, aber kein Thema. Jo, gleich fertig eingeschäumt. Nochmal eine zweite Runde hier. Ein bisschen Detailarbeit. Da unten muss er jetzt auch nochmal dran gehen. Schön einschäumen. Und danach können wir uns dann um die Felgen kümmern. Jo, wie ihr sehen könnt, 50 Milliliter und 250 Milliliter Wasser. Also 1 zu 5 ist das Mischungsverhältnis. 83 MeToo App. Kostenfrei runterladen im Store natürlich. Da habt ihr Mischungsrechner drin. Denn das Ganze wurde ja hier als Konzentrat geliefert, der Felgenreiniger, mit 50 Milliliter, dementsprechend 250 Milliliter Wasser. Und dann dampfen wir den jetzt mal auf die Felgen drauf, bin ich gespannt. So, los geht's mit Felgenreiniger. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt hier auch mit der neuen Gloria-Sprühflasche als Alternative zu der Quasar. Wie findest du die? Du hast sie ja noch nicht ausprobiert? Ganz gut, so vom Sprühverhältnis. Ich finde die nämlich auch saugeil. Die zerstäubt sehr gut. Der Hammer, ja. Genau. Und sie sind auch dicht, weil sie eine zusätzliche Dichtung oben im Kopf noch drin haben. Genau, perfekt. So, Felgenreiniger drauf und jetzt auch noch mit der Bürste drüber. Benutzer bitte deine rechte Hand. Geht nicht, kann ich nicht. Also wir machen jetzt hier eine Felge auf jeden Fall mit der Bürste und eine andere ohne, um das Ergebnis nicht komplett zu verfälschen. Ich bin mal gespannt, wie der Felgenreiniger so nämlich wirkt. Der hat laut Anleitung hinten drauf nur eine Minute Einwirkzeit. Also von daher würde ich vermuten, wird irgendwie säurehaltig sein. Ja, also mit Bürste kriegen wir sie auf jeden Fall sauber. Was? Riecht null. Riecht null, ne? Ist irgendwie komisches Zeug, ne? Sehr neutral. Aber hier kommt gerade ein Geruch an, ne? Merkst du ja, das Ding nicht? Nee, ich rieche gerade irgendwas anderes. Keine Ahnung, aber nichts Tolles. So, bei der Felge hier rechts vorne machen wir das Ganze jetzt mal hier ohne die Felgenbürste. Einfach nur hier schön drauf. Also ich rieche den definitiv. Ich kann es aber nicht definieren, wonach der riecht. Nee, unangenehm ist es auf jeden Fall nicht, aber komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, wir sehen auf jeden Fall, die Viskosität ist halt für den Arsch. Der ist zu dünnflüssig. Der riecht... Ach, ich komme nicht drauf. Naja, ich mag's nicht. Nee, ich mag's nicht. Nee, ich find's nicht schön. Ne? Also hier sehen wir es auch schon komplett fast alles gleich am Vertrocknen. Ich bin mal gespannt, wie er reinigt. Das ist es ja, worauf es ankommt. Vorreinigung sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Denn wir haben ja Actifoam von Sonax benutzt. Das ist ja ein super Zeug. Das sollte keinerlei Probleme geben. Und ich glaube, ich hätte besser meinen Kofferraum zugemacht. Ne, scheiß drauf. So. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wenn der Juli die Felgen abdampft, was da passiert. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr den Heckspoiler hier vom E46? Der wurde ja extra bestellt, dieser Performance-Spoiler. So, Felge, ab geht's. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Sauber macht er. Nicht schlecht, ne? Ja, also Felgenreinigung, okay, kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen. Weiter geht's, ab auf die Felge. Also da tut sich wirklich einiges. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Also das habe ich nicht erwartet, dass der Felgenreiniger so gut ist. Okay. Nicht schlecht. So, dementsprechend Wagen soweit noch komplett abdampfen. Und dann machen wir weiter. Ich bin ganz gespannt drauf, auf dieses komische Brausepulver. Shampoo, wie man das auch immer richtig bezeichnet. Ganz kranke Nummer. Vorwäsche ist jetzt soweit durch. Gucken wir uns die Felgen an. Lack ist auf jeden Fall gut geworden. Und Felgen, also ich denke, ist in Ordnung. Wenn man in die Details geht, hier so ein bisschen, da ist noch was dran. Gerade hier Schraubenlöcher geht so. Guck mal die andere nochmal an. Da waren wir ja mit der Bürste. Die sieht nämlich noch ein bisschen schlechter aus, muss man jetzt in der Detailaufnahme hier sehen. Na, guckt euch das hier mal an. Ja, hier besonders... Ja, da genauso auch nochmal ein bisschen was Zeug drauf geblieben und so weiter. Schraubenlöcher sehen hier auch schlechter aus, wo man nicht mit Bürste und Pinsel dran waren. Okay. So, Eimer wird befüllt. Ding Ding nimmt das Pulver. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Zeug aussieht. Kippst du mal nicht komplett rein? Ach krass, wie Koks. So, kipp mal rein. Und gib mir mal ein bisschen hier. Krass, was für eine Scheiße. Okay. Also müssen wir auf jeden Fall mit dem Hochdrucker ja noch mal reinhalten und aufschäumen. Genau, wasch mal aus das Ding. Also, ich frag mich, wer das macht. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich überhaupt richtig vermengt. Mach mal Hochdrucker ja noch mal an. Und dann halt den mal rein. So, und dann schauen wir mal, was passiert. Stück raus. Mach mal richtig. Ja, das schäumt schon, das kommt schon, okay.
Ich bin mal auf die Konsistenz um Lack gleich gespannt und die Gleitfähigkeit. Was sagt der Gleitfähigkeitsexperte? Also das ist schon was vorhanden. Also ich kenne besseres, aber es wird schon was Gleitfähigkeit angeht. Zu Hause, ne? Ja. Hast du auch Erfahrung gehabt, ne? So, los geht's. Und wie lässt es sich mit diesem qualitativ hochwertigen Schwamm arbeiten? Ja, fühlt sich an wie 2 Euro, ne? Ja. Das habe ich nämlich befürchtet. Und ganz ehrlich, bei diesen komischen Dingern mit den Nudeln da dran, bei diesen Nudelnhandschuhen, da kannst du auch wirklich eher einen Nigrin nehmen. Ne? Also da zahlst du jetzt auch nicht gerade viel mehr. Die kosten auch irgendwie 3-4 Euro. Brauche ich jetzt nicht bei Wish bestellen. Ne? Wie gleitet das Zeug? Macht man nur so mit einem Finger über den Lack, das Ding? Mal gar nicht, ne? Ja, das ist halt echt nix, ne? You get what you pay for. Aber das wird richtig lang, bin ich mir sicher. Sauber machen wird es das, ist halt nicht so die beste Nummer für einen Lack. Dass das stark ist. Das was? Hab ich das Gefühl, dass das stark ist. Wenn das schon so drauf bleibt, so extrem, hat das schon jetzt so... Ich hab jetzt keiner gesehen, ob das jetzt quasi jetzt irgendwie im Wachs oder so runter wird. Ja, stimmt. Du hast aber nichts mehr drauf. Nee, ich hab gar nichts drauf. Nö, ist nichts drauf auf dem Bums hier. Ist krass, ne? Aber wie gesagt, Schäumen hat nichts zu tun mit Reinigungsfähigkeit oder auch mit Gleitfähigkeit. Das Aberglaube ist halt fürs Auge, ne? Kochgenie Nanomagic Shampoo. Beste. Nur das Zeug. Richtig geil. Schäumt gar nicht. Minimals. Okay, mach mal fertig. Okay, der Juli hat jetzt ein bisschen hier mit dem Schwamm gearbeitet und der hat ja hier komplett drin eigentlich so einen Schaumstoff. Und wie man hier in der Ecke sehen kann, das ist so platt gedrückt, das Teil ist schon verrutscht. Da ist schon nichts mehr. Also das hat sich schon komplett bewegt. Kannst du rüberziehen? Nee. Ist wie zu Hause mit dem Bettlaken, wenn er da einer kennt. Bett neu beziehen, dann hast du auch immer in den Ecken manchmal so Stellen, wo du kein Bettbezug, den Bezug hast, aber nicht dieses Inlay. Keine Ahnung, wie heißt das? Was willst du von uns? Ach so, Plümo! In Köln nennt man das Plümo. Im Laken meine ich. So, ja. Okay, dementsprechend, also Handschuh kannst du vergessen. Finde ich jetzt echt nicht gut. Handwäsche ist vollzogen. Den Handschuh zeigen wir euch gleich auch nochmal. Das Ding ist noch weiter mit diesem hässlichen Schaumstoff da drin verrutscht. Gar nichts geklappt. Und jetzt geht der Juli hin, dampft die Kiste einmal schön ab. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Aber klar, also so ein Shampoo, reinigen tut das, man weiß halt nur nicht so, was drin ist. Es gibt keine Sicherheitsdatenblätter, ist das jetzt stark alkalisch, ist es säurehaltig, wer weiß, welche Inhaltsstoffe drin sind und so weiter. Seid bei sowas immer vorsichtig, wenn ihr es ausprobiert und macht. Schauen wir uns jetzt hier nochmal den Schwamm an. Wie ihr sehen könnt, da ist das Ding also komplett verrutscht da drin und ja, so sieht das jetzt einfach aus. Vom Shampoo her, was war dir da aufgefallen beim Waschen? Hat es ja was gesagt? Dass es schon ziemlich stark sein muss. Einmal, weil wir jetzt eine sehr gute Lachenbildung hier haben. Und zum Zweiten, wo der Olli gerade schon drauf filmt hier, dass ich ein bisschen Wasser im Scheinwerfer habe. Oder was heißt Wasser? Kondenswasser, würde ich sagen. Ist schon viel. Komisch. Hattest du sonst noch nie bei dem? Habe ich vorher noch nie gehabt. Ich weiß. Kann gut sein, dass der sehr stark ist und ein bisschen so an die Dichtung dran geht. Ne? Ja, wäre auch so meine Vermutung. Und gerade hier so Dach, mehr als Lachen. Auf der Haube geht es langsam runtergelaufen. Nehmen wir mal das Jute. Ja, lass den hier, den brauchen wir nicht mehr. Das Jute, hier, möchte gern Dryblade-Ding. Und dann machen wir die Kamera trocken. Los geht's, Juli. Zeig ich her. Ich hasse es. Ich hasse es, ey. Also ich bin da kein Freund von. Echt nicht, ey. Juli, nein. Das geht echt nicht. Ich krieg Gänsehaut. Das ist wie mit Fingern über deine Tafel kratzen. Nee, komm. Mach mal auf dem Dach, wo noch mehr Flüssigkeit ist. Auf der Haube ist ja jetzt einiges runtergetropft. Das will ich noch mal sehen. Wir müssen den ja eh noch aufbereiten. Also... Also ich bin da kein Freund von irgendwie. Und guck mal, der ist ja... Ding, mach du mal. Ja, ist besser. Ja, also ich glaube auch... Ja. Tja. Ich hatte auch noch so ein riesengroßes, echtes Leder bestellt. Das ist aber bis heute nicht angekommen. Habe ich bezahlt, aber ist nicht angekommen. Keine Ahnung. Scheibe würde ich das auch machen. Ja, Scheibe okay. Das machen ja einige. Der schliert ja auch wie Hölle, ne? Der ist nicht gut. Die Guten, die gehen ja noch. Ja, dieses Original California Dryblade soll ja nicht schlecht sein. Was ist denn mit dem Ding? Nee, das überzeugt nicht. Der war gut. So, abtrocknen, wie es richtig funktioniert.
Hier Werbung für mein eigenes Trockentuch. Noch ist es verfügbar, Leute. Ist schon wieder fast ausverkauft. Dementsprechend schlagt jetzt noch zu. So funktioniert das richtig, wie man Auto abtrocknet. Streifenfrei. Perfekt. Mach mal auf dem Dach gerade. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier im Bild auch richtig hin, dass man es sehen kann. Guckt euch das mal an, was man jetzt für Schlieren hier drauf hat, wie Hölle. Also das ist ja richtig krass, richtig dick an der Oberfläche hier. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hinkriegt, um das zu sehen. Also mit diesen Dryblade-Dingern passt bloß auf. Jo Freunde, wie ihr sehen könnt, Wagen sieht soweit auf jeden Fall okay aus. Also mit diesen Schlieren, Anführungsstrichen Kratzern, ist das schon ein bisschen bedenklich. Soll man auf jeden Fall aufpassen, was man da macht. Dementsprechend, jetzt gehen wir nochmal hin und gucken uns dieses komische Teil für den Innenraum an. So, los geht's. Kochchemie ASC und auf dieses Teil drauf. Mhm. Also... ich frage mich, wer auf diese Idee kommt mit so einer Faser beim Innenraum, ich weiß nicht. Also lässt sich jetzt hier anscheinend ganz okay vielleicht anwenden. Ey, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so recht. Aber es war auf jeden Fall so abgebildet, dass man da irgendwie so innenraummäßig vorgehen soll mit diesem Teil. Geht super. Naja, irgendwie ziemlich scheiße, ne? Aber du musst einfach richtig aufpassen, wenn du irgendwelche Flächen jetzt nicht reinigen willst oder einsauen willst, hast du ja schon ein Problem. Ja, weil es halt zu. Genau, weil es zu unhandlich ist, richtig. Naja. Nee, Leute. Also so macht das alles irgendwie keinen richtigen Spaß mit der Autopflege hier. Ja, Freunde, wir sind am Einpacken, sind soweit fertig damit. Und ja, also wie gerade ja schon geäußert, ich bin bei sowas generell skeptisch und besonders bei diesem China-Zeug, man hat keine Sicherheitsdatenblätter für die Flüssigkeiten, man weiß nicht, was drin ist. Unterm Strich, Felgenreiniger war okay, würde ich mir jetzt aber auch nicht wiederholen, weil wenn man sich überlegt, wir haben jetzt 300 Milliliter Felgenreiniger rausbekommen bei dem Zeug und der hat auch, ich glaube, 5 oder 6 Euro gekostet. Das ist ja Schwachsinn, da kann ich mir auch was Anständiges kaufen, wo ich auch sicher weiß, was drin ist und brauche keine Gedanken zu machen. Ja, wie der Olli gerade schon gesagt hat, sieht man mal wieder, es kommt immer darauf an, was man dann kauft. Dann gibt man am Ende 2 Euro für so einen Schwamm aus, kann den effektiv einmal benutzen und ja, danach kann man wegschmeißen. Und bei dem einen Mal muss man schon aufpassen, dass man nicht sich das Auto verkratzt. Ne? Genauso mit dem Shampoo, da weiß man jetzt nicht, was da drin ist. Reinigen tut's, ja, super. Aber das war's auch, ne? In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen, Daumen hoch fürs Video. Bewahrt haben wir euch, denke ich mal, vor diesen Sachen. Also kann ich wirklich nicht unterm Strich empfehlen. Dementsprechend guckt die anderen Videos, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten und ciao.